Heidi ho Leute zusammen. Ja, ich habe hier jetzt noch mal eben eine automatische Selbsterhaltung gebaut mit eben Kolben. Wie ihr seht, das könnte man zum Beispiel hier für einen Melonenabbau nehmen. Ja? Zwischen den freien Plätzen der Kolben wäre immer der die Melonenstaube und würde dann praktisch Melonen erzeugen an den Seiten, die dann abgebaut werden. Ich grab mich jetzt mal hier runter. Ihr habt gesehen, ich habe einen Graben vorbereitet. Hier kommen dann Kisten und Trichter rein. Ja. Allerdings bauen wir erstmal dann einen Ausgang. So, Moment, hier an der Seite. So. Wir bauen hier jetzt einen Ausgang hoch, ungefähr weit genug, dass wir nicht irgendwo in irgendwas kaputt hacken, was wir hier aufgebaut haben. So. Bauen wir uns einfach wieder hier hoch zum Beispiel. Man kann das auch anders machen. Man kann sich praktisch auch von außen natürlich reinbauen. Ich baue mich jetzt hier raus. Ja. Ihr müsst euch auch nicht wundern, dass der Sound bei meinen Videos teilweise versetzt ist. Ich habe, wie gesagt, nicht so die Kapazität und wirklich die besten Programme, um hier Videos zu bearbeiten. Aber ich denke, es ist ausreichend. So, jetzt haben wir hier einen Kanal geschaffen, dass wir raus und rein können. Im richtigen Abstand auch. Und wie gesagt, hier kommen jetzt Kisten und Trichter rein bis oben hin. Wichtig ist, dass oben zuletzt ein Trichter ist. Also wir bauen erstmal dann hier unten Kisten. Na? So, jetzt kommt es wichtig beim Trichterbauen, ist, dass ihr die linke Shift-Taste drückt, um sie eben mit der Kiste zu verbinden. Ja, also wenn ihr jetzt von oben den Trichter draufsetzt, die linke Shift-Taste dabei gedrückt lassen. Ja. Zack, dann ist der auch unten verbunden mit der Kiste, dass es in die Kiste reinfällt. Die nächste Kiste könnt ihr dann ohne Shift-Taste auch einfach darüber machen. Ja. Hier, einfach an der Seite, klack, und dann hier ein bisschen springen, an der Seite, ups, Trichter gekommen, an der Seite, klack, und habt die nächste Kiste, dann macht ihr wieder Trichter, Shift drücken, und für die auch Shift drücken hier, dass ihr dann eben mit der Kiste immer darunter verbunden seid. Wie gesagt, bei den Kisten braucht ihr kein Shift drücken, die könnt ihr einfach darüber platzieren. Und bei den Trichter wieder Shift drücken und mit der Kiste darunter kombinieren. So, damit wäre es fertig hier. Jetzt haben wir oben Trichter, wie es sein soll, in den Kanal. Und bis nach unten hin mit Kisten verbunden. Immer Trichter, Kiste, Trichter, Kiste, Trichter, Kiste, Trichter. Kiste. So, jetzt geben wir hier Wasser rein und eben am Rand. Ja? Schafft einen Kanal, so dass der Rand, das Wasser fließt dann. Wie ihr seht, es treibt mich auch zurück. So treibt es dann auch die Melonen oder was ihr auch abbaut hin in die Mitte. Und da ihr das auf beiden Seiten tut und eben, wie gesagt, wichtig ist dann auch, dass ich die Lücke in der Mitte gemacht habe, wo ich die Trichter reingebaut habe und die Kisten. Es läuft in die Mitte rein. Ja? Also es läuft von beiden Seiten in die Mitte rein. Jetzt, wenn hier irgendwas abgebaut würde, ich nehme jetzt mal einfach, dass ich die Holz reinschmeiße. Ups. Ich wollte es reinschmeißen, das Hitze. So. Ah, egal. Fließt jetzt rein. Ihr seht, es treibt mich auch in die Mitte rein. So. Ich schmeiße jetzt hier die 20 Holzblocks einfach rein, als wenn das abgebaut würde. Das könnte jetzt auch Melonen-Dinger sein, die eben von den Kolben zerstört werden und in das Wasser landen. Die würden jetzt von dieser Seite und natürlich auch von der anderen Seite aus in den Fluss gelangt, ja, in den kleinen Bach, den wir hier erstellt haben. So, und fließen dann in die Mitte, eben zu den Trichtern hin und werden automatisch dann aus diesem Bach aufgenommen, praktisch in den Trichter rein. Und da die immer mit der nächsten Kiste verbunden sind, werden sie weitergeleitet von Kiste zu Trichter, von Kiste zu Trichter, von Kiste zu Trichter, bis sie dann unten in der, ja, in der letzten Kiste landen. Ja. Ich mache hier auch noch mal dicht, damit es einfach schön aussieht. Man sieht dann die Trichter nicht, sondern nur die Kiste. Und wie ihr seht, sind die 20 Blocks hier unten angekommen. Ja. Und so könnte ein automatischer Abbau schon mal ablaufen. Ja. Wenn ihr da jetzt zum Beispiel Melonen pflanzt und die sich seitlich ausbreiten, würde hier automatisch Melonen abgebaut werden, ohne dass ihr weiter was machen müsst. Ihr müsst nur noch einsammeln. Ja, das ist jetzt immer nur so ein Beispiel. Wie gesagt, hier der Fluss, an der Seite die Kolben. Ihr könnt die Kolben auch anders anbringen. Wie gesagt, das zeige ich euch gleich nochmal zum Schluss an meinen Fabriken, wie ich die aufgebaut habe. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eben
abzubauen. Man kann auch von oben abbauen, das habe ich jetzt nicht gemacht. Und ich habe meine Fabrik auch von der Seite ausgebaut. Man kann auch eben unter anderem nicht mit Kolben arbeiten, sondern dann mit Raystation, also mit den Minecarts, dass die mit unten abbauen. Ja, wie gesagt, das hier ist nochmal eine Selbsthaltung. Wie gesagt, ich habe jetzt die Mitte einfach rausgenommen, dann bleibt stehen. Ich wollte hier auch nochmal zeigen, wenn man jetzt Haupt aktiviert, also den Schalter nochmal umlegt und aktiviert, bleibt alles stehen. Dann ist die Selbsthaltung hier nicht mehr gegeben, weil ja dann ein Dauerstrom fließt. Das ist dauernd an. Nochmal weg. Schalten wir mal aus. Wie gesagt, immer nur ein kurzes Signal geben durch einen Schalter oder irgendeine Bestätigung. Reicht und dann ist die Maschine im Gange und der Schalter ist wieder aus. Es darf kein Dauersignal von einem Schalter kommen, das eben, ne? Oder einer Fackel kommen, kann auch zum Beispiel Fackel nehmen, um Energie weiterzuleiten an die Redstone, ja, Redstone-Linie, die man da macht. Wie ihr seht, hier drinnen ist auch alles quer aufgebaut. Das war eben meine Melonenabbau-Fabrik. Hier ist mein Zuckerrohrabbau. Na, und es läuft alles automatisch. Und wie ihr seht, ist da ein Zuckerrohr gepflanzt und darüber wird das weggehauen, wenn was entsteht. Wie gesagt, ich muss hier nichts tun, ich muss hier nur reingehen. Ja. Und dann zu den untersten Kisten, die habe ich hier auch so aufgebaut. Und dann kann ich hier klack und das einsammeln, was da ist. Ja. Oder eben auch hochgehen und dann hier daneben habe ich das Zuckerrohr. Könnte ich jetzt einsammeln, aber das kann noch erstmal reichlich wachsen, da kann noch reichlich abgebaut werden. Und wie gesagt, das läuft ganz automatisch, brauche ich nichts mehr tun. Dafür sind diese automatischen Fabriken ja auch da, dass man dann einfach nur noch sammeln muss. Einfach nur noch einsammeln, wenn es fertig ist. Und wie gesagt, hier seht ihr nochmal den Aufbau. Ja, ich schmeiße jetzt auch nochmal hier einen Redstone rein. So, und der Redstone schwimmt dann halt zu den Trichtern hin, wird von den Trichtern aus dem Wasser aufgenommen automatisch. Wird weitergeleitet zur Kiste, die Kiste wieder zum Trichter, bis unten hin. Bis es dann hier